Manche sind sehr speziell. Um es ganz vorsichtig auszudrücken, mehr sage ich nicht. Gott. Hallo liebe YouTube-Familie, ich habe jetzt Feierabend, eine Dreiviertelstunde später. Puh. Das war jetzt so stressig und ich bin nicht mal dazu gekommen, irgendwas zu essen. Ich schaue hier erstmal, dass ich wegkomme. Oh Gott. Also ich werde jetzt einmal ins Rotmein Center schauen. Ich habe mir eine Brotzeit mitgenommen und werde das mal essen. Also mir ist schon ganz schlecht irgendwie. Also es war jetzt echt heftig. Einmal ein schickes Auto für mich. Schön wär's. Oder hier. Bisschen groß vielleicht. Komme ich heim, Gitter aufgeschoben und wer sitzt wie selbstverständlich im Wohnzimmer? Die Lotte! Bist du müde? Schaut so aus, ha? Oh Gott. Leute, ich sag's euch, wenn man mit Kunden zu tun hat, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, manche sind sehr speziell. Um es ganz vorsichtig auszudrücken, mehr sage ich nicht. Gott. Okay, also einmal hüpfen für... Achso, ihr wollt vorne rein. Einmal hüpfen für die Babys. Zu süß. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Uiuiui, wie sehe ich denn aus? Ich habe heute nicht mal Ohrringe drin. Heute früh habe ich vor der Arbeit noch den Daily Vlog für Abend geschnitten und dann war ich so knapp dran, dass ich keine Zeit mehr hatte für irgendwas und eigentlich gehe ich ja so gut wie nie ohne Ohrringe aus dem Haus. So, ich pflücke jetzt noch Löwenzahn für die Babys. Eigentlich wollte ich heute auch noch das Lookbook schneiden für Montag für meinen Beauty-Kanal, aber irgendwie hat mich das alles etwas aus meinem Zeitplan gebracht, dadurch, dass ich jetzt noch länger geblieben bin. Aber egal, vielleicht schaffe ich es morgen früh noch, weil morgen wollte ich nämlich mit Freunden von mir einen Ausflug machen in die fränkische Schweiz. Und wir wollten heute Abend noch mal telefonieren. Wann genau sie mich jetzt holen, aber ich denke so um Mittag rum. Und ich hoffe mal, dass ich es dann am Vormittag noch schaffe. Den Daily Vlog muss ich ja auch noch schneiden für Abend und alles soweit fertig machen mit Thumbnail und so weiter und so fort. Und ich hoffe, ich schaffe das Lookbook dann noch, das Lookbook dann noch davor zu schneiden. Einmal Abendessen für die Babys. So, ich habe mir jetzt endlich Abendessen gemacht. Es ist 8:30. Und zwar gibt es bei mir das, was es eigentlich fast immer gibt, wenn ich koche. Kartoffeln mit Butter und Salz und Brokkoli mit Balsamico-Essigcreme und Quark zu den Kartoffeln noch. Guten Appetit. Das sieht immer so riesig aus. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen.